Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu YouPlay. I pick YouPlay. Ja, die Herausforderung geht weiter und der Angriff geht weiter, meine ich. Und wir sind immer noch hier am Suchen, was wir eigentlich machen können. Ja, ich muss die Entspannungsdingsbums jetzt hier Fernsehen gucken und so eben erledigen. Aber wo kriegen wir das nochmal hin? Da müssen wir... Gehen wir mal hier ins zweite Anwaltskanzlei. Ich glaube, da war eine Blume, die können wir uns angucken. Vielleicht können wir uns auch diese Blume hier angucken. Nee, die Blume da können wir uns angucken. Das weiß ich. Das haben wir schon mal gemacht. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr rein, oder was? Hä? Du brauchst mir viel... Das ist jetzt ein Scherz, ne? Reparieren, komm. Komm, reparier es. Komm schon, du Sau. Yeah. Komm schon. Sauber, Aktion geschafft. So. Ja, ich weiß, dass du Unterhaltung willst, aber wie unterhalte ich dich, wenn wir da nicht reinkommen? Oh Menschenskinders, nee. So. Oh Gott, ich wurde geschockt. Was ist los? Er ist tot. Bin ich gestorben? Mein Gott, bin ich jetzt tot? Du wurdest entlassen. Sind meine Quests denn noch soweit erfüllt? Repariere zwei Wasserspender, okay. Ach, das Bett nehmen wir uns jetzt mit. In die Tasche stecken. Hey. Das nehmen wir jetzt mit in die Suite. Da haben wir das nämlich auch erledigt. Skyline Penthouse. Und dann müssen wir nächstes Mal das Radio hier. Ach, Radio. Den Fernsehapparat fertig machen. So. Na, wo stellen wir das Bett hin? Das soll schon gemütlich aussehen. Da ist Eingang und, ja. Oh, das mit Renovieren habe ich es ja gar nicht, Leute, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt einen Fernseher hätte, dann wäre das alles viel einfacher. Also da haben wir das Badezimmer, die Dusche, dann kommt hier gleich die Toilette neben. Hier kommt ein Kühlschrank hin, falls ich nochmal einen kriege. Bett hier, nee, da kommt ein Sofa, da können wir das Sofa hinstellen, genau. Und hierhin können wir dann das Bett stellen, oder? So, die Tasche stecken. So. Oh. Zurück. Bitte. So, jetzt nehmen wir das Bett und stellen uns das hier ins Zimmer. Tata, Aktion geschafft. Yeah. So, hier steht das ziemlich gut. Jetzt bringen wir die Toilette noch woanders hin. Und zwar stellen wir die Toilette da in die Ecke. Genau. Gute Idee. Toilette wählen. Warum geht das nicht? Stehe ich im Weg oder was? So, machen wir das gleich nochmal. So, wählen. So. Warum geht das nicht? Hallo. Alter, warum kann ich die blöde Toilette da nicht hinstellen? Was soll denn das? Die kann ich ja nirgendwo hinstellen. Oh mein Gott. Ernsthaft nur da. Toll. Ja, okay, haben wir direkt neben dem Bett eine Toilette. Super. Egal, das mit dem Umstellen und sowas machen wir ein anderes Mal dann. Jetzt müssen wir das Dings noch reparieren, ne? Und dafür müssen wir erstmal ein wenig in der Gegend rumgucken. Ja, oh Gott, ist das alles nervig. Oh, dieses Spiel geht mir voll auf den Geist, Leute. Hier müssen wir erstmal runter. Da können wir jetzt auch hier in die Anwaltskanzlei und kommen auch in das eine Zimmer da jetzt rein, oder? Nein, natürlich nicht. Die Tür ist weiterhin verschlossen. Aber hier war doch vorhin eine Frau. Die Frau ist weg. Ich habe Angst, diesen blöden Kastenwerkzeug, dieses blöde Radio oder diesen Fernseher da anzufassen. Dann kriege ich wieder einen gewischt und dann bin ich wieder tot. Ich bin ja schon zweimal dran verreckt an dem blöden Ding. Was soll denn das? Verstehe ich gar nicht. Ich bin immer so vorsichtig. Pass mal auf. So.
Was haben wir? Nix. Hör mal auf. Auf. Nicht. Schade. Skyline Penthouse. Gehen wir nochmal in unsere Wohnung. Was nervt mich ja mit diesem blöden Fernseher, ne? Warum kann ich den denn nicht anfassen? So, da ist eine Treppe. Da könnte ich eigentlich rauf. Aber macht der nicht. Leutchen, Leutchen von Häutchen. Soll ich ein bisschen Sport machen gehen? Oh, ich weiß es nicht. Was macht man denn jetzt in diesem Spiel? Gehen wir erstmal aufs Dach. Schauen wir, was es da so gibt. Hier, ja, das ist das blöde Minispiel. So. Wo ist denn die blöde Ische? Das würde mich jetzt mal interessieren, wo die blöde Kuh hin ist, ne? Was ist das? Kann ich anklicken? Okay, kein Wunder, dass die nicht da ist. Wir haben schon 2 Uhr morgens. Skyline Penthouse. Yeah. Komm, gehen wir ein bisschen schlafen. Nee, erst gehen wir auf Toilette und dann gehen wir schlafen. Erst jetzt mal einen netten Neger nehmen. Das habe ich nicht gesagt. Wer hat das gesagt? Erstmal drücken wir einen Snickers aus dem Rücken. Ein Snickers aus dem Rücken. Yeah. Drücken. Rücken. So. Gehen wir ins Bett. Gehen wir ins Bett. Hallo. Kannst du ins Bett gehen? Warum gehst du nicht ins Bett? Ich wollte gerade sagen, hier steht jetzt schon extra im Bett und du gehst nicht rein. Du bist ja dämlich. Voll, Pfosten, voll, Pfosten. Nee. Hä? Ey, du sollst schlafen gehen, du Affe. Geh schlafen. Wie? Ich darf das Bett also nicht benutzen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich darf also nur das alte, ranzige Sofa benutzen. Dann geh schlafen, komm. Okay. Steh mal wieder auf. Wir haben 6 Uhr morgens. Irgendwann muss man ja mal aufstehen, ne? So, jetzt gehen wir wieder duschen. Auf Toilette muss er nicht, der ist schon am vorigen Abend. Das wird zu schnell. Duschen. So, mach ihn mal sauber. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Leute? Das ist ja mal so, ne? Und wir haben schon wieder Kohldampf. Kann ich nicht irgendwo hier auch was zu futtern auftreiben, ohne die ganze Zeit in andere Räume rennen zu müssen? Das ist ja oberst nervig. Turmlobby, hey. Ja, hier ist der Snackautomat. So, Snack kaufen. Kaufen. Eigentlich müsste vom Prinzip her auch die Kommunikation mit den anderen Menschen als Unterhaltung dienen. Denn, ja. Ja. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so beknackt. Leute, ihr wollt ein Tamagotchi, kauft euch die Sims. Da habt ihr das ultimative Tamagotchi. So süße, komm her. Komm her, Blondie. Hey, Barbie. Komm her. Hallo. Flirten. Aber andererseits würde mir ein wenig Farbe im Gesicht ganz gut tun. Über Job sprechen. Ja. Bitte erzählen. Okay, wird zu Hause sprechen. Hat sie nicht. Oh, die hat kein Zuhause. Was? Ich habe immer einen Schlafsack und ein Kopfkissen in meinem Schreibtisch. Wie fertig ist die denn? Über Verbrechen sprechen? Das ist ja very interesting. Sollen wir ein bisschen prahlen? Joa. Oh, sag mal, warum steht die denn alle nicht auf meine Muckis? Ah, leck mich doch nicht, Kuh. So. Ah, da ist wieder die komische Ische. Nein. Hi. Was geht ab? Hey, wie geht's? Du nennst mich gerade, wir müssen kein Geld verdienen. Was ist nochmal mit den Zielen? Kein Moment, Leute.
So, und dann bin ich auch schon wieder im Zielmenü. Sind all deine Aufgaben aufgelistet. Drücke Start, um das Ziel aufzurufen. Das weiß ich doch schon, du blöde Kuh. Ich will wissen, wie ich diese blöde, den blöden Fernseher da reparieren soll. Repariere den Fernseher. Einfacher gesagt als getan. Wenn ich dabei gehe, kriege ich den Schock meines Lebens. Verdammt. Was mache ich da nur? Was mache ich nur falsch? Anwaltskanzlei war das, glaube ich, ne, mit dem Fernseher? Oh Mann, ich weiß das nicht. Ich glaube schon. War das hier? Verschlossene Tür. Versuchen wir es einfach nochmal. Dieses blöde Ding muss ja irgendwie... Ah, sobald die das anfasst, kriegen einen Schock. Kann ich irgendwie Strom ausstellen? Aber kaputt. Aber kaputt. Ey, wie soll ich das blöde Ding denn reparieren, du blöde Vollpfosten? So. Reparieren. Was ist das? Auf einmal hat er gecheckt, wie das funktioniert, oder was? Oder muss einfach das Bett erstmal weg? Oh mein Gott, ich hab's hingekriegt. Ich hab's hingekriegt. Juhu! Yeah! Ziel erreicht. Sprich mit Hammer Crystal. Alter, was geht jetzt denn ab? Oh mein Gott. Dengoku, ich bin Hugo. Königs künstliche Intelligenz in Form einer vorher aufgezeichneten Nachricht. Hugo, König, wo bist du? Warum hast du dein Gebäude verkauft? Große Klappe ist an mich herangetreten. Er wollte mir das Gebäude abkaufen und hat mir ein unwiderstehliches Angebot gemacht. Wie hast du reagiert? Ich habe abgelehnt. Er war total verärgert. Er hat mir immer mehr und mehr Geld geboten und wollte mir eine klatschen. Reise zu den Paradiesinseln spendieren. Und da hast du das Gebäude verkauft? Nein, mein Kind, so mache ich keine Geschäfte. Nein, ich habe ihm vorgeschlagen, seine Privatjacht ins Spiel zu bringen. Oh, und dann? Nun, er war einverstanden und da habe ich ihm das Gebäude verkauft. Oh, der Goku, das ist mir alles so peinlich. Jetzt kann niemand mehr große Klappe davon abhalten, Miniopolis in eine Geldmaschine zu verwandeln. Was kann ich tun? Du könntest versuchen, meinen schrecklichen Fehler auszubügeln. Räche dich an diesem gemeinen Schuft. Arbeite, lebe, spiele. Eines Tages wirst du in der Lage sein, große Klappe aus der Stadt zu werfen. Und dem King Tower zu seinem alten Glanz zurückzuverhelfen. Alter Glanz, aber er hatte doch nur 6 Stockwerke. große Klappe ist gar nicht so stark, wie er tut. Psst, nicht so laut. Natürlich ist er kein böser Mann. Er ist nur hinterhältig, gehässig und gemein. Ich lasse ihn nicht im Stich, Hugo. Das wird auch klar. Gut. Können wir den Fernseher jetzt mitnehmen? Einschalten. Fernsehen. Genau. Erst ein bisschen Unterhaltung für unsere Figur. Hier. Oh, 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 yeah, oh, oh. Er guckt sich die wildesten Programme an. Wir haben gerade 10 Uhr morgens. Da kommen gerade Talkshows. Sehr gut. Hat 4 Fernsehen. So. Wir müssen die Fenster ausmachen, ne? Wir wollen jetzt den Strom sparen. So, ausschalten. So, jetzt müssen wir zu Hammer Crystal. Und die war in der Turmlobby, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, oder ändert die immer ihren Platz? Hier war sie vorhin. Wo ist sie hin? Man hat sie aufgegessen. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Oh mein Gott, wie konnte so etwas nur passieren? So etwas ist für mich unvorstellbar. Ich verstehe so etwas nicht. Kleinen Moment, Leute. So, und da bin ich auch schon wieder. Und hier kann ich irgendwas... Du hast einen Gegenstand gefunden. Verschisselperlen. Yeah, wir haben Verschisselperlen gefunden.
Ach, diese behinderten Perlen, die gehen mir jetzt schon wieder auf den Sack. Warum sollen die auf den Sack gehen? So, wir gehen aufs Dach und gucken mal, ob wir sie da oben finden. Die Frau, die Einzigartige, die Kackbratze, die Hausmeisterin. So. Nö, auch hier ist sie nicht. Die hat sich wohl in Luft aufgelöst und hat keine Lust mehr weiterzuspielen. Und uns rennt auch die Zeit davon. Ironclaw macht dich drauf gefasst, das gibt Rache auf jeden Fall, dass ich diese Ironclaw war übrigens der, der mich hier aggressed hat, ne? Er ist nicht nur der Erschaffer dieses Projektes, er ist auch gleichzeitig der, der mich aggressed hat. Und ich werde mich rächen. Mach dich drauf was gefasst. Wenn du denn Zeit hast und dein Projekt fertig ist. Oh yeah. Ja, aber irgendwie scheint sie nicht aufzutauchen, die blöde Kuh. Irgendwie finden wir die heute nicht mehr und ich kann euch nicht so viel zeigen, weil ich von diesem Spiel echt keine Ahnung habe. Vorstandsbüro. Ja, die Sims ist für mich so ein Ding. Oh mein Gott. Nami springt schon wieder durch die Gegend wie eine Verrückte. Oh mein Gott. Ja, oh Mann, wo ist denn die blöde Kuh? Das kann doch nicht sein. Hat die sich in Luft aufgelöst oder was? Anwaltskanzlei, komm schon. Kling, 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 kling. So, da haben wir sie ja. Gigi Jean. Yeah, was willst du? Ich will. So langsam wird's hier gemütlich. Ja, bla 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 bla. So. Weiter, weiter, weiter. Schloss knackst und Schlüssel findest, bla. Kleines bla 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 bla. Oh mein Gott. Neues Ziel erhalten. Man braucht sich das ganze Gelaber gar nicht anhören, man kriegt hier immer wieder neue Ziele. Hol dir den Schlüssel, verdiene einen Mechanikpunkt. Knacke Babsi Blonds Bürotürschloss. Finde den Schlüssel. Nami! Miau. Hör auf! So, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt Schluss. Fertig. Das war's mit diesem IPQ Play. Danke, Ironclaw, dass ich dieses Spiel zocken durfte. Ja, was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Es ist, ja, Leute, die total auf Sims stehen, würde ich dieses Spiel empfehlen, denn es ist alles drin, was man von Sims kennt. Ohne Scheiß. Ich kenne das noch nicht so gut und ich habe auch keine Ahnung, was ich da jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht habe. Und ja, die ganzen Zeichen, zum Beispiel dieses Haus. Keine Ahnung, wie ich das voll machen kann oder sonst irgendwas. Leute, wenn ihr es wisst, viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Game. Ich hoffe, euch hat dieses IPQ-Play gefallen. Wie gesagt, Ironclaw war mein Aggressor und er wird auf jeden Fall Rache kassieren dafür. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Macht ihr was gefasst. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt, ich wurde angegriffen. IPQ-Play, Uplay. Mit eurem Let's Player Dan Goku Senpai. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und ich hoffe, Moment, ich weiß gar nicht. Kleinen Moment eben. Leute, ich kann das noch gar nicht beenden, weil ich gerade mal 18,5 Minuten habe. Und ich muss ja eine Stunde machen und ich bin jetzt gerade mal bei 58 Minuten. Nami, ey! Ah, jetzt willst du noch mal kurz rumsitzen. Ja, was kann ich noch sagen zu diesem Spiel? Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich bin auch kein Fan von hier Sims. Ich kann... Oh, Nami, du gehst mir gerade total auf die Nüsse da. Lässt du mir jetzt mal die Tür da in Ruhe? Fräulein! Ey! Psst! Guck mich nicht so blöd an, lass die Tür in Ruhe. Benimm dich mal. Wenn Papa aufnimmt, hast du nicht an der Tür zu spielen. Verstanden? Oh. Ja, jetzt bin ich wieder mal falsch. Und sie geht schon wieder an die Tür. Ich fasse das nicht. Ja, also ich mag dieses Spiel nicht. Ich habe auch kein Glück mit diesem IPQ-Play, weil Dark Hexama hat mir das dämlichste Spiel von allen aufgeheizt. Ich hasse das Spiel. Die heiligen Karten von Yu-Gi-Oh! Und ja, Ironclaw wollte mich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ärgern und hat mich dann halt dieses Spiel spielen lassen. Auch sehr toll und nett und so. Aber wie gesagt, das gibt Rache. Ja, aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Die Stunde ist vorbei. Yeah! Also Leute, nochmal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses IPQ Play gefallen. Alle weiteren Informationen zu IPQ Play oder Uplay
findet ihr in dem ersten Video in meiner Playlist zu IPQ Play. Ich habe das jetzt schon so oft in kurzer Zeit gesagt. Oh mein Gott. Also Leute, haut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.